Die E3 ist vorbei. Für jeden Videospiele-Interessierten ist die E3 das Event des Jahres, welches man verfolgen muss, um für seine Lieblingsspiele die wichtigsten und neuesten Informationen zu sammeln. Und da einiges in dieser Woche passiert ist, fassen wir die besten und schwächsten Momente zusammen in unser Top & Flop der E3 2014. Wer während des EA-Briefings zu den bereits angekündigten Spielen nun endlich Gameplay zu sehen bekommen wollte, der wurde enttäuscht. Diese schon auf der E3 2013 angekündigten Spiele, wie zum Beispiel Star Wars Battlefront, die Mirror's Edge oder neu angekündigte Spiele, wurden nur mit sogenannten Developer Diaries gezeigt. An diesen sind grundsätzlich nichts auszusetzen. Aber alleine in dem EA-Briefing gab es 4 von diesen Developer Diaries zusammen. Das war wirklich sehr ungewohnt von einem Publisher wie EA zu sehen. Denn EA war unter Zugzwang, als sie jede Menge neue Spiele ankündigen wollten und kein handfestes Gameplay oder keine Cinematic Trailer zeigen konnten. Somit mussten sich bei allen 4 Spielen die Fans mit diesen Developer Diaries begnügen. Doch für die Fans der Spiele, wie zum Beispiel Star Wars Battlefront, war es dennoch kein Drama, da man mindestens den Stand der Entwicklung beobachten konnte. Dennoch konnte man sich kein großes Bild von dem Criterion-Spiel machen, da man nur Early-Prototype-Material zu sehen bekommen hatte und kein Gameplay. Während der netten Tradition, dass jedes Mal am Ende des Ubisoft-Briefing der CEO und Co-Founder Yves Guillemot herauskommt und ein neues Spiel ankündigt, wurde dieses Jahr ein Knaller angekündigt. Der Taktik-Shooter Rainbow Six Siege. Doch nicht nur das Spiel selbst war das Tolle daran, denn die Art der ersten Präsentation war besonders. Die erste Information, die man bekam, war, dass man Early Alpha Gameplay sehen wird. Und dies war auch während des ganzen Gameplay-Trailers der Fall. Und das hat auch ausgereicht. Denn durch die einfache Präsentation des Core-Gameplay konnte man das Konzept des Spiels verstehen und die meisten waren davon schon begeistert. Bei all den vorgerenderten Trailern, die es bei der E3 zu sehen gibt, ist es sehr schön zur Abwechslung, nur alleiniges Gameplay zu sehen, welches zudem noch sehr stark überzeugt. Wer hier zur deutschen Zeit mitten in der Nacht noch die Sony-Konferenz gesehen hat, der hatte wohl ein sehr starkes Durchhaltevermögen. An der ersten Stunde der Konferenz war kaum was auszusetzen. Doch dann kam der neue CEO von Sony Entertainment America, Sean Layden, auf die Bühne. Und dann ging der Flow der PK bergab. Wer noch wach war, war es wohl nicht mehr lange. Denn das bekannte Zahlenjonglieren ging mit Sean Layden erst richtig los. Auf der Business-Seite gab es sicherlich viele interessante Aspekte für die Leute, denen solche Statistiken wichtig sind. Aber wenn man bedenkt, dass die Sony-Konferenz sogar in diversen Kinos in Amerika geschaut wurde, dann ist man schon erschrocken, dass solch eine halbe Stunde lange Durststrecke in einem gamer-zentrierten Event zu finden ist. Dies soll nicht die Game-Announcements bevor und nach der Durststrecke schmälern. Es ist einfach nur verrückt, dass solch lähmende Infostrecken über Stats und Digital Services im Vergleich zu den anderen Konferenzen heutzutage einfach fehl am Platze ist. Vor allem TV-Show-Announcements, die sonst kaum auf einer Sony-PK, sondern letztes Jahr eher auf einer Microsoft-Konferenz zu finden waren. Nicht zu vergessen die wahnsinnigen Gestiken des CEO Sean Layden. Fatality. Free to play means free to play. Wenn man vor 2 Monaten von Nintendos E3-Plänen gehört hat und man erfuhr, dass sie wieder keine Konferenz abhalten würden, dann dachte man an die mäßige Performance von Nintendo letztes Jahr, wo sie nur ein relativ kleines Nintendo Direct abgehalten haben. Doch das diesjährige sogenannte Digital Event ist anders ausgefallen als das letztjährige Direct. Mit dem tollen Humor und dem Partner RoboChicken, die Teile des Digital Event produziert haben, wurde aus einer sonst trockenen Präsentation ein unterhaltsames, wörtlich genommenes Digital Event. Und nicht alleine das Digital Event war erfolgreich für Nintendo. Denn mit dem Smash Bros. Tournament und dem Treehouse Live at E3 Stream wurde besonders den Fans zu Hause sehr viel Programm geboten. Und das ist genau das, was Nintendo dieses Jahr am besten geschafft hat. Die Fans direkt ansprechen, egal ob zu Hause oder beim Smash Bros. Tournament. Insgesamt über 200.000 Menschen haben das Turnier live über Twitch und YouTube verfolgt. Bis zu 60.000 Zuseher im Durchschnitt haben den Treehouse Live at E3 Stream über die ganzen 3 Tage der E3 verfolgt, indem man aus erster Hand tiefe Einblicke über die kommenden Spiele und interessante Interviews von den Entwicklern bekommen hat.
Selbst in den sozialen Netzwerken wie Twitter wurde Nintendo in nahezu der Hälfte aller Tweets während der E3-Woche erwähnt. Wozu die ganzen Zahlen, fragt ihr euch? Ganz einfach. Diese Zahlen zeigen, dass Nintendo nach dem letztjährigen Misserfolg gezeigt hat, dass man zwangsläufig keine klassische Konferenz mehr benötigt. Nintendo jedenfalls nicht. Denn durch die E3-Events, welche sie alle gestreamt haben, ist es für die Fans zu Hause kein Unterschied gewesen, ob Live-Zuschauer in einer Konferenz dabei sind oder ob es ein voraufgezeichnetes Video ist. Denn mit dem Turnier und dem Treehouse-Livestream gab es sogar mehr Content für alle, die sich für Nintendo-Spiele interessiert haben. Letztendlich geht es um die Community, also den Fans und den Spieleinteressierten im Allgemeinen. Deswegen ist das, was Nintendo gemacht hat und was Phil Spencer am Anfang des Microsoft Media Briefing gesagt hat, für die Zukunft der Community sehr wichtig. Denn Phil Spencer hat das Media Briefing mit folgenden Wörtern eröffnet. This week we share a common purpose with our friends at Sony, Nintendo and the developers and publishers in our industry. That purpose is to showcase the passion, creativity, and potential behind the fastest growing form of entertainment in the world, games. Und deshalb ist es nicht von Belang, wer die E3 gewonnen hat. Denn was zählt, ist, dass sich die Fans und die Community für die Spiele begeistern können und sich nicht gegenseitig um den cooleren Trailer oder die bessere Performance der Publisher streiten. Denn was zählt, ist das fertige Spiel und der Spaßfaktor. Welchen Menschen kann man denn ein wenig Spaß vergönnen? In diesem Sinne, ein schönes Summer of Games. Thanks everyone, good night.